Ja, Mann, wieder Pokémon Schwert spielen. Ja, ihr glaubt's nicht, wie gar nicht wieder Pokémon Schwert spielen will. Hab mich darauf gefreut. Habe ich lange nicht mehr in meinem Uploadplan gehabt und ja, jetzt darf ich es mal wieder spielen. Die Regie hat mir mal wieder erlaubt. Gut, im letzten Part haben wir uns hier schon in den Warteraum begeben. Und heute soll es aufgehen in den Champ Cup. In die große Runde, in die großen Kämpfe. Der Top 4 von Ghana, wenn man es so will. Ja, das kann man durchaus als Top 4 von Ghana ansehen. Das wird jetzt hier die finalen Kämpfe. Das entscheidende Ausscheidungsturnier. Die Eröffnungszeremonie des Finalturniers beginnt gleich. Bitte begib dich zum Kampfplatz, sobald du bereit bist. Ich bin bereit. Bereit geboren. Auf geht's. Let's go. Die Eröffnungszeremonie beginnt bald. Möchtest du zum Kampfplatz gehen? Ja, es kann losgehen. Gut, dann dort entlang, bitte. Ich bin gespannt. Na dann, lasst die Spiele beginnen. Let the games begin. Und da ist der Champ Delion. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Delion. Und ich erlaube mir mein Wort, die Liga-Präsidentin. Natürlich wünsche ich mir, dass Trainer in der Region im Wettkampf wachsen, aber noch viel mehr will ich, dass allerbeste Trainer unter euch alles abverlangt. Also dann genug geredet, hiermit erkläre ich das Finalturnier offiziell für eröffnet. Ja, die Textboxen waren ziemlich schnell unterwegs. Halt! Wer da? Was da? Wie? Warum? Wer ist das? Ich bin Beatles. Hängen Sie noch an mich? Genau, der Beatles, der in Schmach und Schande disqualifiziert wurde. Beatles? Das ist der Typ, dem Liga-Präsident Boris persönlich deine Empfehlungen geschrieben hat. Ich habe noch eine Rechnung mit Zahlen fast begleichen. Ich weiß, dass es die Regeln nicht zulassen, dass es gegen die Regeln ist, aber ich fordere hiermit gegen ihn antreten zu dürfen. Ich verlange ein allerletztes Match. Und wenn ich verliere, schwöre ich, meine Karriere als Trainer für immer zu beenden. Was sagt man dazu, meine Damen und Herren? Der kürzlich disqualifizierte Challenger Bintis hat sich unbefugt auf den Platz geschlichen. Meine Damen und Herren im Stadion und zu Hause, bitte gedulden Sie sich einen Moment. Die Turnierveranstalter diskutieren hinter den Kulissen bereits, wie sie fortfahren wollen. Glaub mir, ich weiß besser als jeder andere, wie irrsinnig diese Forderung ist. Aber ich halte das nicht länger aus. Ich kann nicht weiter tatenlos zusehen. Seit ich dir begegnet bin, geht mein ganzes Leben den Bach herunter. Angst, denn erst lässt Liga-Präsident Rose mich eiskalt fallen. Dabei habe ich nur die Befehle seiner Assistentin Olivia befolgt. Und dann platzt diese verrückte Schachtel in mein Leben und textet mich von früh bis spät mit vielen Pokémon zu. Hast du eine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn man plötzlich nur noch pink sieht, nur noch von pink umgeben ist, wenn alle nur noch in Quizform kommunizieren und man täglich mit vielen kämpfen muss. Und jetzt stehe ich hier und erzähle den ganzen peinlichen Mist auch noch aus. Rechnet's dir. Was ist nun aus mir geworden? Sehr geehrte Damen und Herren, der Champ hat die Forderung des Eindringlings tatsächlich stattgegeben. Er darf antreten. Was mag wohl der Beweggrund gewesen sein? Etwa sein bemühter Traum, dass aus Ghana irgendwann die Region mit den stärksten Trainern von allen lernen soll? Oder wittert er hier eine Gelegenheit, das Können von Zwergfürst zu prüfen? Mein Stolz ist noch nicht gebrochen. Und werde ich noch irgendwie gefragt, oder was ist jetzt hier? Also ich würde ungern gegen ihn kämpfen, also ich werde hier nicht gefragt, oder? Ich habe hier keine Meinung, ich darf hier nicht mitreden, oder? Was meinen Kampf angeht. Naja, erinnert der Beatles von dich heraus.
Und Tabete setzt Flugkiefer ein. Okay, das ist also dein erstes Pokémon. Rufus. Okay, der steht noch an der Spitze. Das ist nicht immer sehr gut, aber gut. Wir haben so viel durchgemacht. Für uns gibt es nur einen Weg, dass wir gewinnen. So, na dann versuchen wir es mal mit einem Erschon. Versuchen wir es mal damit. Na komm, einer schon. Mach's kaputt. Ja, das ist doch schon ordentlich. Brandstempel. Na komm. Top-Genesung, das gibt's doch nicht. In der ersten Runde schon. Ja, genau genommen in der zweiten oder dritten Runde, aber ja. Zack. Na komm. So, nochmal einer schon. Das ist ein Schädel. Okay, zurückgeschreckt, das gibt's doch nicht. Na komm, Rufus, halt durch. Na komm, einer schon. Mach's, Alter. Sehr gut. Flugkiefer besiegt. Da hätten wir's. Ja, Erfahrungspunkte fürs Team. Gardevoir. Und weiterkämpfen natürlich. Wir kämpfen bis zum Schluss. Bis zum letzten Atemzug. Gardevoir, Level 51. Drei Pokémon hat er noch. Aber nicht mehr lange. Brandstempel. Psychokinese. Oh, interessant. Ein Volltreffer. Rufus wurde besiegt. Aber ich habe noch andere Pokémon im Team. Und wer ist denn hier sehr effektiv? Wer ist denn hier am effektivsten? Da würde ich doch das Deck nehmen. Los, Blackie, mein Kramrohr. Los geht's, du hast eine sehr effektive Attacke. Ich will jetzt faule Power sehen. Nicht faule Power, sondern volle Power. Aha. Jetzt habe ich nicht gelesen, was das für eine Attacke war. Stahlfliege. Jo, das bringt's. Aber ordentlich. Gerade war besiegt. Da waren es nur noch zwei. Die Hälfte schon geschafft. Großartig, Galopper. Naja, wir kämpfen erstmal weiter. Aber eigentlich sollten wir hier mal wechseln. Oh, ein Galar-Galopper. Großartig, die Galar-Form. Stahlflügel. Ich versuch's nochmal damit. Psychoklinge. Okay, das war nicht sehr effektiv. Stahlflügel. Sehr großartig. Hält sich selber oder was? Das gibt's doch nicht. Na komm, Stahlflügel. Psychoklinge. Halt's durch, Becky. Ja, ist nicht so schwer. Stahlfliegen. Sehr gut, da war es noch eins. Ich will dein letztes Pokémon sehen. Betis. Jetzt bist du nicht mehr so vorlaut. Sieh den Brimm. Ich möchte weiter kämpfen. Das kriegen wir doch mit zwei Pokémon hin. Du hast die Ruhe weg. Das glaubst du. Glaubst wohl, dass du mich besiegen kannst. Ich glaube, dass dich besiegen kann. Das halte ich für ziemlich realistisch. Vorahnung wirkt. Stahlfliege, ich versuch's einfach weiter mit der Attacke. Giga Dynamax, Silen Prim. Wer hätte es gedacht? Na dann. Die volle Power. Ja. Was bist du eigentlich für ein Ding? So ein Kalamar oder wie das Ding heißt. Dieses Tintenfischartige Ding. Ja, wir besiegen es einfach an. Ja, wir brauchen keinen Giga Dynamax. Wir besiegen das ohne. Oder auch nicht. So, Becky besiegt. Ja, gut. Jetzt kommt der nächste Streich. Oh, jetzt können wir nicht sehen, wer effektiv ist, aber ich würde mal mit Prof versuchen. Gegen Feuer, also ich glaube nicht, dass das ein Feuerpokémon ist, aber es hat zumindest gerade eine Feuerattacke gemacht, das heißt, zumindest gegen diese Feuerattacke könnten wir ein wenig aushalten. Aqua-Durchstoß, versuchen wir es mal. Ja, das bringt nicht viel, habe ich schon fast vermutet. Die alte Schachtel hat mir diese Attacke weggebracht und jetzt benutze ich sie. Liga-Sanktion, okay, da bin ich aber gespannt.
Das ist, ja, das ist gigantisch. Ja, wen können wir hier mal einsetzen? Ich versuch's mal mit Nähnlein. Das könnte tatsächlich was bringen. So, Pflanze gegen Wasser, das könnte eventuell Pflanze sein, das könnte was bringen. Blättersturm. Na komm. Sehr großartig. Oh, noch nicht besiegt. Nur ein Volltreffer. Und noch wenige KP. Deiner Brand. Ja, das ist jetzt nicht gerade positiv. Nicht optimal. Aber wir haben noch Modi und Takiru. Ja, ich gebe mir das Beste zum Schluss auf. Los, Takiru. Du jetzt erstmal. Gib dein Bestes. So, sind es nur noch wenige KP. Es sei denn, er setzt jetzt einen Trank ein. Das wäre natürlich nicht so gut. Aber ich mach mal Giga Dynamax. Und Deiner Dunkel. Na los, Giga. Giga Mortipot. Dynamax. Takeru. In der riesigen Teetasse. Na dann, will ich mal deine volle Power sehen. Ah, Taki. Mach's Platz. Deiner Dunkel. Na, großartig. Zack. Und da war's um sieben Brim geschehen. Und um den Trainer Betis haben wir dich ein erneutes Mal besiegt. Siehst du jetzt ein, dass du nicht gegen mich gewinnen kannst. Ich bin wieder Champ. Naja, noch nicht, aber ich werde wieder Champ. Aus und vorbei. Aber immerhin konnte ich allen die Vorzüge von vielen Pokémon zeigen. Mit 16.960 Pokémon-Dollar gehst du aus dem Kampf gegen Betis im Finalturnier hervor. Ich habe verloren. Die Entscheidung ist gefallen. Zwergenfürst und sein überragendes Team haben Betis in die Knie gezwungen. Hey Betis, gut gekämpft. Wir wollen ein Comeback als Trainer, gib nicht auf. Mein Comeback? Soll das ein Witz sein? Ich habe verloren, damit habe ich meine Revanche in den Sand gesetzt. Eigentlich wollte ich meine Karriere als Trainer jetzt für allemal in den Nagel hängen, um dieser alten Schachtel zu entkommen. Und jetzt wollen plötzlich alle, dass ich Trainer bleibe. Das ist alles nur deine Schuld. Wegen dir bin ich dazu verdammt, für immer der Arena-Leiter der Feen-Arena zu bleiben. Naja, wenigstens sollte es nicht allzu lange dauern, bis ich Papella übertroffen habe. Ich bin immerhin ein Naturtalent. Hören Sie das, meine Damen und Herren. Das ganze Stadion jubelt den beiden jungen Trainern zu. Was für eine Atmosphäre. Doch jetzt zieht sich Zwergfürst für eine kurze Pause in Wartebrechen zurück, um sein Team nach diesem unerwarteten Kampf wieder aufzupäppeln. Wie unerwartet. Dann war ja gar nicht zu rechnen, dass der nochmal eine Rolle spielen wird. Der Auftritt von Betis war sicher eine große Überraschung für dich. Irgendwie nicht so ganz. Irgendwie nicht so ganz. Ich hatte schon sowas vermutet. Das Finalturnier geht jetzt wirklich los. Okay, ist mein Team wieder geheilt, oder? Na, großartig. Brauche ich ja gar keinen Tränke einzusetzen. Das ist ja... Das schaffe ich locker so. Ja, wahrscheinlich im Champ-Kampf werde ich ordentlich Tränke einsetzen müssen. Das war jetzt schon bei Betis ein bisschen knapp, aber... Ja, ich habe ja ein paar Tränke dabei, also... Und die werden nach jedem Kampf wieder geheilt. Es gab Zeiten der Top 4. Da sah das anders aus. Und da sind wir wieder mit dem lang ersehnten Startschuss für das Finalturnier des Champ Cups. Im Öffnungskampf der ersten Runde werden die folgenden zwei Trainer aufeinandertreffen. Zwergenfürst, der berühmte junge Hoffnungsträger des Champs. Und Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon.
Du bist sehr viel stärker geworden, seit wir im Stadion von Kirsten gekämpft haben. Delion ist eben nicht nur der Champ, weil er ein toller Trainer ist, sondern auch, weil er ein gutes Auge für das Potenzial anderer hat. Aber du bist nicht der Champ und du wirst den Titel heute auch nicht mit nach Hause nehmen. Ich werde diesen Kampf nämlich gewinnen und danach stoße ich Delion vom Thron. Ich weiß, dass man dich nicht unterschätzen darf, deshalb werde ich auch mit Dynamax kämpfen. Mein Team wird ordentlich Wellen schlagen und dich bis ans Ende der Welt spielen. Na, das werden wir ja wohl sehen. Naja, Wasserpokémon ist jetzt grundsätzlich ein bisschen suboptimal für mein Team. Aber gut. Mein Team ist ja hauptsächlich auf Feuer ausgelegt, aber vielleicht kann es Gesteine ein bisschen rocken und ja. Und die ganzen Pokémon ist auch nicht ganz so schlecht. So. Das kriegen wir schon hin. Na komm. Ich bleib da mal optimistisch. Sanja wird enttäuscht sein. Und so weiter. Ja, ich versuch's mal mit Felswurf. Versuchen wir es mal mit den Gesteinsattacken. Das ist vielleicht grundsätzlich nicht verkehrt. Irgendwas wurde besiegt. Okay. Ja, okay. Die Effektivität wird mir jetzt nicht mehr angezeigt. Okay. Versuch's mal mit Prof vielleicht. Eine Möglichkeit. Scheint jetzt hier nur so eine Art Käfer-Pokémon zu sein. Also. Ja, man könnte es mal versuchen. Aquadurchstoß. Ja, nicht so. Ist doch wahrscheinlich mehr vom Typ Wasser. Schwertstanz. Oha, das kann ja knifflig für uns werden. Felsgrab. Joa, okay, das Bild irgendwie. Rufus war halt zu schwach, um. Rückzug von Dektas. Ach du Schande. Rufus hat es halt nicht lange ausgehalten. Okay, ja, das sind jetzt hier die Wasser-Pokémon, die jetzt hier herkommen. Wer hätte es gedacht? Effektiv, Fesselbiss und Felsgrab. Ich versuch's mit Felsgrab. Na komm, halt durch. Starkbohrer, auwei. Ja, drauf hält's durch. Los, Felsgrab. Boah, nicht schlecht. Ein, zweimal müssen wir trotzdem angreifen. Na komm, Felsgrab. Ich riskier's. Starkbohrer, halt durch. Sehr gut. Felsgrab. Na komm, wir gibt's ein kleines Tränkchen und dann kriegen wir das schon hin. So, Leute, ich greife gleich mal zum Trank. Wovon ich hoffentlich noch genug mit dabei habe. Hypertrank. Ja, 25. Easy peasy. Hypertrank. Na komm. Das rocken wir doch schon. Oha, ja, das hat das nicht ganz geheilt, aber. Also durch Prof. Noch einmal. Felsgrab. Na mach schon. Zack. So, das erste besiegt. Da haben wir das erste Pokémon. Großartig. Gullking kommt als nächstes. Wir kämpfen weiter. Auch wenn jetzt Prof jetzt nicht die beste Wahl ist, aber wir können bestimmt jetzt erstmal noch ein bisschen was damit rausrocken. Raushauen im wahrsten Sinne des Wortes. Hier schon mal ein Felsgrab draufhauen. Ja, das ist nicht uneffektiv. Nicht schlecht. Kann man machen. Ach ja, die Heilattacken. Na komm. Felsgrab. Zerstöre es. Ja, das sieht doch schon gut aus. Zielländer. Okay. Nicht schlecht. Na komm, vielleicht können wir die ersten zwei schon besiegen. 2,5. Den anderen hatten wir schon zur Hälfte. Sehr gut. 2 sind besiegt. Großartig. Neues Level für Modev. Das freut mich sehr. Tektas als nächstes. Ja, den haben wir doch schon fast. Na komm. Rennen mit dir. Nein, ich bin mal vorsichtig und
Wieder eine Top-Genesung kannst du dir mal gönnen. Na komm. Top-Genesung. Top-Gesund. Ja, ich habe das früher als Kind immer Top-Gesund genannt. Weil ich nicht richtig lesen konnte oder so. Ja. Irgendwie sowas in der Art. So Felsgrab. Ich die ganze Zeit nur mit Felsgrab. Aber es bringt ja was. Es juckt. Und Nummer 3 ist besiegt. Team Pokémon Nummer 3. Schwertstanz. Was? Ist noch nicht besiegt. Das ist eine Schande. Es lebt noch. Es hat noch einen KP. Felsgrab. Ja, die AP sind fast alle. Na komm, Tektas besiegt. Da waren es nur noch 2, wenn ich richtig gezählt habe. Das läuft doch spitze. Ein Level plus plus für Mini. Das ist auch sehr gut. Den brauchen wir wohl gleich. Pilipa. Was hat denn der hier zu suchen mit so einem Kampf? Nichts gegen Pilipa, aber... Ja. Na komm. Sehr effektiv. Na dann wollen wir es mal. Hat schon noch weniger AP, aber... Das kriegen wir schon hin. Na komm, Felsgrab. Dann will ich mal sehen, wie sehr effektiv das ist. Es ist wirklich sehr effektiv. Das nützt ja wirklich viel. So, dein vorletztes Pokémon ist auch noch besiegt. Ruhrort. Okay. Komplett wieder geheilt, oder? Naja, fast. Felsgrab. Felsgrab ist trotzdem vernichtend. Naja, nicht mehr so vernichtend wie am Anfang, aber... 4 AP haben wir noch. Na komm. Aquabelle, der will es nicht verarschen. Okay, es bringt tatsächlich ein bisschen was. Und Verwirrung, ja, das bringt auch was. Oh Mann. Nein, Prof. Ein KP noch. Na komm, hau jetzt rein. Prof. Na komm. Felsgrab. Großartig. Ich wollte gerade sagen, Prof, enttäusche mich nicht. Er enttäuscht mich nie. Meine Pokémon enttäuschen mich nicht. Level plus. Level 50 ist auch schon. Weiter kämpfen. Vielleicht kriegen wir das ganze Team mit meinem Wasser angehört. Das wäre ja geil. Sicher. Das Wasserteam. Oh, der Kampf der Giganten. Kamalm gegen Kamalm. Los, Top-Genesung. Der Kampf der Giganten. Der muss mit voller Power angegangen werden. Naja, gut, die Attacken sind jetzt schon, die AP sind jetzt schon verbraucht, aber das hatte ich erwartet. Giga Dynamax. Und ratet mal, was ich gleich mache. Der Kampf der Giganten ist real. Oha. Giga Dynamax kam ein. In deiner Dunkel. Oha, halt durch. Halt durch, Prof. Ja, das könnte jetzt schon ein bisschen knifflig werden. So, na komm. Du hast Prof. Dynamax. Und ich versuch's mal mit... Ja, deiner Flut jetzt nicht so. Deiner Brocken. Warum nicht? Das hat sich bisher bewährt. Ja. Aber ich hab's nicht rausgeschnitten. Ja, scheiße, das ist mir was passiert. Steht alles noch. So geile Giga-Dynamax, Giga-Dynamax, aber mein sieht irgendwie anders aus. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, mein Giga-Dynamax, guck mal, sieht anders aus. Da bin ich aber jetzt enttäuscht. Na komm, deiner Brocken. Der Kampf der Giganten, aber wirklich jetzt. Zack. Okay, das sieht jetzt nicht so gigantisch aus, aber... Auwei. Ein Sandsturm auch noch. Na toll. Top-Genesung, wir verbrauchen das einfach hier. Es kommen noch weitere Kämpfe. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen an den Tränken sparen, aber... Ja gut, deiner Brocken. Denkst du, das bringt dir was? Bringt ihm was. Ja, nicht viel, aber bringt ihm was. Na komm, Prof. Ja, nicht noch einen Trank einsetzen. Ist das jetzt schon wieder klein geworden? Tatsache.
Und versuchen wir es mal mit deiner Dunkel. Ja, nächstes Mal, dann werde ich wahrscheinlich auch klein. Na komm, mit deiner Dunkel. Zack. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber da muss noch ein bisschen wieder klein, wieder geschrumpft. Der Kampf gegen Lantern geht aber weiter. Mit Felsgrab. Einfach durchstoß. Oh wei. Halt durch, Felsgrab. Was verfehlt? Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Ich sehe es nicht ein, warum ich jetzt noch einen Trank einsetzen sollte. Der Epic halber. Ja, aber gut. Ich ziehe mich zurück. Prof. Prof besiegt. Der Kampf den ganzen beendet. So, jetzt bist du dran. Nee. Ja, das ist der finale Stoß. Mein Pflanzen-Pokémon. Gegen dein Wasser-Pokémon. Nee, dein Wasser-Pokémon. Ist nicht dein erstes. Na dann, Blättersturm wird es beenden. Knirscher. Halt durch, nimm ihn rein. Halte durch. Das ist dein Befehl. Besiege es. Besiege das Kamelm. Besiege. Erinnere an seinen Kates. Befehl ausgeführt. Erinnere an seinen Kates besiegt. Ich fasse euch nicht. Du hast uns den Wind aus den Segeln genommen und deren Sieg davongetragen. Du hast uns 8480 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen Arenaleon Kate hervor. Zweifelhaft hat gewonnen. Er hat es schon wieder geschafft. Er hat es geschafft, Kate zu bezwingen. Genau wie bei der Arena-Challenge. Meine Partner haben mit Dynamics ordentlich Wellen geschlagen, aber es hat nichts genützt. Die Wogen haben sich gelettet und du stehst immer noch fest wie ein Fels in der Brandung. Da fällt mir wieder ein, wie begeistert Sanya vor einiger Zeit von deinem Talent erzählt hat. Vielleicht hätte ich damals besser zuhören sollen. Spätestens jetzt sollten an Leute in Gamma völlig hin und weg von dir und deinen Pokémon sein. Genieß es. Lass dich von ihrer Begeisterung ausspülen. Lass dich auf der Welle ihres Applaus zum Ziel tragen. Bist du der Champ und bist du vorm Champ stehst. Es folgt eine kurze Pause. Danach stehen wir uns zum zweiten Kampf der ersten Runde wieder. Aha, hier haben wir eine Grafik. Hier sind die Ergebnisse von Runde 1. Slankfuss gegen Kate, Zayda gegen Mac, Ness gegen Kabu und Yao gegen Roy. Okay. Sieht wohl so aus, als ob ich dann in der nächsten Runde gegen Zayda kämpfe. Ja, ich gegen Zayda und Ness gegen Roy. Und dann in der Endrunde der Sache dann gegen Ness oder gegen Roy, je nachdem wer sich da herausstellt. Wenn ich die Grafik jetzt richtig lese. Und dann kommt der finale Kampf gegen Champ. Ja, großartig. Na dann, ich mache eine kleine Aufnahmepause. Ich weiß jetzt wirklich noch nicht, wie lang dieser Part ist, aber sind vielleicht kürzere Parts jetzt hier. Aber ich muss das jetzt hier mal beenden. Boah, eine kleine Aufnahmepause nach diesen zwei heftigen Kämpfen fürs Moderieren. Ja, so viel das Kämpfen war jetzt nicht so heftig, aber ich mache jetzt trotzdem eine Aufnahmepause. Na dann, man sieht sich im nächsten Part wieder. Daumen ich nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst den Abo da, wenn ihr neu seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt. Man sieht sich dann durch zum nächsten Part. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich. Haut rein und ciao, ciao.